Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir haben jetzt nicht vor, hier wie im Staatstheater dreimal zu klingeln oder zu gongen. Es ist 14.01 Uhr. Die Pünktlichen werden belohnt. Die Sitzung geht weiter. Ich darf zunächst noch formal vortragen, dass eingegangen und an Ihren Plätzen verteilt sind ein dringlicher Antrag der Fraktion der SPD mit dem Titel Die Bundeswehr ist Parlamentsarmee und Bestandteil unserer Gesellschaft, Drucksache 840 aus dieser Legislaturperiode. Ich unterstelle, dass die Dringlichkeit bejaht wird. Das ist der Fall. Dann wird dieses Top 78 und kann, da mir bestimmt niemand widerspricht, mit Top 31 aufgerufen werden. Es widerspricht niemand. Außerdem eingegangen in Ihren Plätzen verteilt ist ein dringlicher Entschließungsantrag der Fraktionen von CDU und Bündnis 90 Die Grünen mit dem Titel Digitalen Wandel an den hessischen Museen begleiten und unterstützen, Drucksache 20/842. Auch hier Dringlichkeit bejaht. Dann kommt der Antrag zur Nummer 79. Die bekommt er. Und ich unterstelle, dass wir ihn gemeinsam mit dem Tagesordnungspunkt 42 aufrufen. Auch hier ist kein Widerspruch zu sehen. Dann ist dieser formale Teil erledigt. Das war, auch wie der Kollege Rudolph zu Recht sagt, eine relativ knappe Veranstaltung. Da ich nunmehr den Punkt 42 mit dem Punkt 79 aufrufe, Antrag der Fraktion der Freien Demokraten, Digitalisierungskonzept für Museen, meine sehr verehrten Damen und Herren, 689/20, mit dem eben von uns dazugenommenen Entschließungsantrag. Die Redezeit ist vereinbart auf 10 Minuten. Und für die antragstellende Fraktion hat sich Herr Dr. Stefan Naas bereits ordnungsgemäß gemeldet. Dann hat er jetzt auch das Wort. Ja, lieber Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, es geht um Kultur. Wir in Hessen verfügen glücklicherweise über einen reichen Schatz an Kunst und Kultur. Und wir Freie Demokraten betrachten diesen Schatz mit Stolz und Respekt. Für uns sind der Erhalt und die Pflege dieser Kulturgüter von herausragender Bedeutung. Wir Freien Demokraten wollen eine Gesellschaft freier Bürger, die durch Bildung Verständnis dafür entwickelt, woher wir kommen und wohin wir gehen. Meine Damen und Herren, die Museen sind für uns ein zentraler Ort der Bildung. Man kommt nämlich immer klüger aus einem Museum, als man hineingegangen ist. Wir glauben, dass das tiefe Verständnis unserer Kultur die Menschen stark macht, mutig und allenfalls reich für die Veränderungen und Herausforderungen unserer Zeit. Und, meine Damen und Herren, wir Freien Demokraten wollen deshalb unsere hessischen Kulturgüter, und zwar nicht nur die Highlights aus der ersten Reihe, die jeder kennt, für alle Menschen sichtbar machen und für alle Menschen zugänglich machen, und zwar analog vor Ort und digital überall in der Welt. Ja, meine Damen und Herren, unsere Kulturgüter in Hessen sind ein Kulturerbe der gesamten Menschheit, und die gesamte Menschheit soll an ihnen teilhaben. Unsere hessische Museumslandschaft ist reich. Sie besteht aus privaten Vereinen, privaten Stiftungen. Sie besteht aus Landes-, Kreis- und kommunalen Einrichtungen, darunter viele Heimatmuseen, bis hin auch zu privaten Sammlungen. Über 400 Museen gibt es in Hessen. Ihre Vielfalt und Bandbreite könnte kaum größer sein. Und das ist für uns ein riesengroßer Schatz. Aber, meine Damen und Herren, die meisten unserer hessischen Kulturgüter schlummern in Depots. Nur ein Bruchteil ist überhaupt in Ausstellungen zu sehen. Unsere Museen haben überhaupt auch nicht die Ausstellungsfläche, um alles zeigen zu können. Das Verborgene sichtbar machen, das wollen wir, und das geht nur digital. Denn Sie wissen ja, wie es heute heißt, was nicht im Internet ist, ist nicht in der Welt. Es ist zugespitzt, aber es ist eine leider weltweit zunehmende Wahrheit. Wie beeindruckend Museumsbestände digital präsentiert werden können,
beweist das Beispiel der digitalen Sammlung des Frankfurter Städels. Meine Damen und Herren, selbstverständlich käme niemand auf die Idee, nicht mehr ins Städel zu gehen, weil Georg Baselitz Adler oder Tischbeins Goethe eben auch in der digitalen Sammlung des Städels erscheinen. Es ist spannend, nach Ritterhelmen, Minnekästchen oder der Rapporttapete mit Blüten, Rosetten, Ober- und unterer Bordüre des Deutschen Tapetenmuseums in Kassel zu recherchieren. Sie sind allesamt nicht in Permanent- oder Sonderausstellungen öffentlich, aber sie sind besonders, sie sind einmalig, und digital wären sie ein Schatz. Und wenn wir das zugänglich machen könnten, zu Hause, von der Couch aus oder am Strand im Urlaub, dann wäre das eine Bereicherung für unsere Museen. Meine Damen und Herren, unser Antrag zielt auf drei Anliegen ab. Wir wollen die Digitalisierung vorantreiben, wir wollen digitale Abbilder erstellen und die Bereitstellung standardisierter Datensätze für Wissenschaft und für die Öffentlichkeit forcieren. Am Ende könnte eine große hessische Museumsdatenbank entstehen. Die Offenlegung unseres kulturellen Erbes würde die Möglichkeit bieten, Ausstellungsstücke unter den Museen besser auszutauschen und in diejenigen Museen zu bringen und präsentieren zu lassen, wo sie auch thematisch am besten hingehören. Denn hat man die Bestände erst einmal digitalisiert, ergeben sich wahnsinnig neue Möglichkeiten. Und das Städel macht es vor. Kunstgeschichte online, die Städel-App mit Audioguide, die Rückkehr der Bilder virtuell für Kinder mit einem Spiel für Kinder ab 8 Jahren oder das Forschungsprojekt Zeitreise, das Städel-Museum ins 19. Jahrhundert zurückgebeamt. Zahlreiche Digitorials zur Vor- und Nachbereitung von ausgewählten Sonderausstellungen. Neue Formen der Online-Kommunikation wie Filmreihen, Social Media oder eben der Gang durchs digitale Depot. All diese Angebote zeigen, dass die Aufgabenbereiche von Museen, nämlich Sammeln, Bewahren, Forschen, ebenso wie das Ausstellen und Vermitteln von der Digitalisierung betroffen sind und wir davon profitieren können. Meine Damen und Herren, vor knapp einem Jahr hat die Landesregierung angekündigt, in den Haushaltsjahren 2018 und 2019 3 Millionen € zur Digitalisierung der Kunst bereitzustellen. Ein Schwerpunkt bildete die digitale Präsentation der Sammlung Nees im Museum Wiesbaden. Ich finde, das ist gut und richtig so. Die Ausstellung wird nun in wenigen Tagen, am 29. Juli, Sie haben alle die Einladung bekommen, eröffnet. Und das durch das Zusammenspiel von moderner Technik wie Apps und Präsentation einzelner Exponate kann eine Brücke zwischen dem Jugendstil und der Gegenwart geschlagen werden. Meine Damen und Herren, ich habe aufgezeigt, welche Möglichkeiten und Chancen die Digitalisierung der Museumsbestände mit sich bringt. Und wir schlagen deshalb vor, ein Maßnahmenkonzept zur Digitalisierung der Kunst- und Kulturgüter in Hessen auf den Weg zu bringen, welches die zeitlichen, personellen, technischen, aber auch die finanziellen Ressourcen beinhaltet und vor allem eine Priorisierung der Bestandsdigitalisierung enthält. Meine Damen und Herren, Priorisierung heißt für uns, nicht mit den Tonscherben zu beginnen und auch nicht mit den tausenden keltischen Gewandspangen, sondern mit den relevanten Exponaten. Und das muss in Abstimmung mit den Verbänden und den Museen erfolgen. In der Antwort auf unsere Kleine Anfrage, dass es da ganz unterschiedliche Ansätze und Entwicklungsstände gibt, hat die Landesregierung geantwortet. Und, Frau Ministerin, ich begrüße das, dass das zarte Pflänzchen jetzt wächst, denn es heißt in der Antwort auf unsere Anfrage, es wird angestrebt, die bisherigen und zukünftigen Aktivitäten in einem strategischen Rahmen einzubetten. Und dazu, Zitat, steht die Landesregierung in Gespräch mit den Kultureinrichtungen. Meine Damen und Herren, Frau Ministerin, wir meinen, das reicht noch nicht. Es braucht eine langfristige Umsetzungsstrategie. Der Vielfalt unserer Museen mit ihren unterschiedlichen Ausgangspunkten muss dabei Rechnung getragen werden, aber die Digitalisierung muss auch Standards setzen. Und andere Bundesländer, wie Rheinland-Pfalz und Sachsen-Anhalt haben mit der Plattform Museum Digital längst einheitliche Standards entwickelt. Und da wäre es eine Überlegung wert, wie weit Datenbanken beispielsweise einzelner Landesmuseen so zu nutzen und weiterzuentwickeln wären, dass alle hessischen Museen davon profitieren können. Meine Damen und Herren, der Antrag ist anspruchsvoll, er ist langfristig angelegt, das ist uns bewusst. Aber wir müssen heute damit anfangen. Wenn wir es nicht tun,
werden sich nachfolgende Generationen fragen, warum wir mit der Digitalisierung nicht früher begonnen haben, weil wir eben diese verschlafen haben. Tausende wunderbarer hessischer Objekte schlummern in den Depots, und deswegen kann die Digitalisierung hier viel erreichen. Sie kann all diese wunderbaren Dinge eben sichtbar machen. Meine Damen und Herren, jetzt ist ja in der Mittagspause sehr kurzfristig noch ein Antrag der Koalition dazu eingegangen. Und ich habe mich gefragt, ob es hier inhaltliche Abgrenzungen gibt oder ob es eine Prinzipienfrage ist. Ich habe so den Eindruck gehabt, irgendwie ist meine Rede vorher zur Koalition gelangt oder so, denn es ist teilweise fast daraus abgeschrieben oder könnte daraus abgeschrieben sein. Die Unterschiede müssen Sie mir erst einmal begreiflich machen. Ich wäre sehr dafür, dass wir beide Anträge. Ja, 12.34 Uhr, ich konnte es nicht abschreiben. Ich hätte auch von Ihnen Teile abschreiben können, lieber Kollege. Aber ich würde vorschlagen, dass wir beide Anträge, unseren wie Ihren, vielleicht in den Ausschuss geben, um gemeinsam hier eine Lösung zu erreichen. Uns geht es um die Sache. Und ich glaube, dass wir hier sehr eng beieinander sind. Die beiden Anträge trennt wenig. Und deswegen glaube ich, dass eine Diskussion im Ausschuss hier wirklich fruchtbar wäre. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Naas. Ich darf für die antragstellenden Fraktionen für diesen frischen, jungen Antrag Kollegin Schmidt von den Grünen aufrufen. Sehr geehrter Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Wie digital muss ein Museum heute sein? Über die Zukunft von Museen zu spekulieren, hat lange Tradition. Was ein Museum ist, was es kann und was es soll, wurde schon diskutiert, bevor das erste überhaupt seine Türen öffnete. In unserer digitalen Gesellschaft ist die Frage nach dem Museum von morgen präsenter denn je. Denn Technologien wie Virtual Reality, 3D-Digitalisierung und Webtechnologien haben das Potenzial, Besucherinnen und Besuchern museale Sammlungen auf vollkommen neue Weise zugänglich zu machen. Mehr als je zuvor geht es dabei auch um die Frage von Teilhabe. Der digitale Zugang zu Kultur ist dafür ein Schlüssel. Es ist ein einladender Zugang für die jüngere Generation der Digital Natives, die mit dem kulturellen Angebot mit völlig anderen Hör- und Sehgewohnheiten begegnen. Es ist aber auch ein barrierefreier, niederschwelliger Zugang für all jene, die den Tempel der Hochkultur bisher, aus welchen Gründen auch immer, fernblieben. Und es ist ein Zugang, der auch im ländlichen Raum offen steht, also dort, wo Menschen sich abgehängt fühlen können und deshalb zuweilen empfänglicher für populistische Parolen sind als anderswo. Wer außerhalb der großen Städte lebt, viele Kilometer entfernt vom nächsten Museum, vom nächsten Theater oder von der nächsten Buchhandlung, wird den digitalen Zugang zur Kultur als Sicherung der kulturellen Grundversorgung zu schätzen wissen. Im Antrag der FDP wird die vollständige Digitalisierung von Kunst- und Kulturgütern durch ein Maßnahmen- und Strategiekonzept und die Entwicklung von digitalen Angeboten in allen Museen gefordert. Grundsätzlich finde ich das ein gutes Ansinnen. Doch erkenne ich in Ihrem Antrag auch, dass Sie die Vielschichtigkeit der hessischen Museumslandschaft etwas unterschätzen, obwohl Sie das gerade in Ihrer Rede noch erwähnt haben, Herr Dr. Naas. Mit Ihrem Antrag wollen Sie, und hier greife ich ein paar hessische Beispiele heraus, das kleine, aber wunderbare Museum Bensheim, das das Bauhausjubiläum zum Anlass für eine Schwerpunktausstellung gemacht hat, das weitläufige Freilichtmuseum Hessenpark, das sich in den letzten Jahren mit seinen attraktiven Angeboten zu einem Publikumsmagnet entwickelt hat, die Grimmwelten in Kassel, die mit ihrer innovativen Dauerausstellung für viele andere Museen zum Vorbild geworden sind, und zu guter Letzt das Landesmuseum hier in Wiesbaden mit einer unglaublich großen Sammlung an Exponaten über einen Kamm scheren, nur um ihnen gemeinsam einen Stempel aufzudrücken, digitalisiert. Digitalisierung ist keine Erfindung der FDP. Vor
Vor Jahren wurde die Digitalisierung in Hessen bereits begonnen. Abschreiben war nicht notwendig, Herr Dr. Naas. Digitalisierung aber ist und darf kein Selbstzweck sein. Sie muss zuerst den Aufgaben von Museen dienen, nämlich der Bewahrung, Erforschung und Vermittlung von Kulturgut. Und dabei sind die Museen jeweils selbst gefragt, für sich und ihre Schwerpunkte Prioritäten zu setzen. Und genau an dieser Stelle machen sie sich zu einfach. Wie Sie ja bereits erwähnt haben, gibt es in Hessen mehr als 400 Museen, die Hälfte davon in öffentlicher Trägerschaft, die andere Hälfte in privatem Besitz. Genauso vielfältig wie die Exponate und Ausstellungskonzeptionen sind die Rahmenbedingungen, unter denen diese Museen arbeiten. Deshalb darf die Ausarbeitung einer digitalen Strategie nicht nur eine Momentaufnahme sein oder als ein Maßnahmenkonzept von außen vorgeschrieben werden. Eine solche Strategie muss gemeinsam entwickelt werden. Sie ist ein wichtiger Bestandteil der individuellen, institutionellen Planung auf allen Ebenen. Digitalisierung ist ein gigantisches Langzeitprojekt. Die meisten Museen sind schon mittendrin. Das müssten Sie eigentlich wissen von der FDP. So hat das Landesmuseum in Wiesbaden etwa die Hälfte seiner 10.000 Kunstwerke bereits erfasst. Und auch Ihre eigene Sammlung, Herr Dr. Naas, mit 1.800 verschiedenen Exponaten, davon sind schon 285 Objekte digital zu sehen im Museum digital, wenn es auch manchmal nur das Buchcover oder das Titelblatt ist. Was aber bedeutet Digitalisierung z.B. für die Sammlungsbestände? Die Grundeigenschaft der Digitalisierung besteht darin, dass alles Denkbare verlustfrei kopiert und im Internet weltweit zur Verfügung gestellt werden kann. Innerhalb der Bewahrung des kulturellen Erbes haben wir es mit einem Prozess zur Herstellung von Digitalisaten zu tun. Der Computerbildschirm vereinheitlicht alles auf ein Standardmaß. Da wirkt eine Bleistiftskizze wie ein erhabenes Überformat von Barnett Newman. Und in der Praxis kann sogar ein Digitalisat erstellt werden, das über das faktisch Sichtbare im Original unter musealen Bedingungen noch hinausgeht. Die hoch aufgelöste Bilddatei landet per Mausklick im Einkaufswagen, um wenige Tage später mit DHL als ausgedrucktes Poster nach Hause geliefert zu werden. Am besten also nimmt man das Tablet oder den Laptop zur Hand, flitzt sich in einen Sessel, um entspannt durch die Bilder zu flanieren. Aber warum gehen wir dann überhaupt noch ins Museum? Nur um Kunstwerke zu sehen? Das könnte man bequemer und kostengünstiger haben, wenn man ganz ins Virtuelle einsteigt. Nein, wir gehen ins Museum, um Kunstwerke zu erfahren, ja sogar, um Kunstwerke zu erleben, und das gemeinsam, mit der Familie, mit Freunden oder mit den Kollegen. Und wenn Sie eine kunsthistorische Begleitung brauchen für einen Museumsbesuch, dürfen Sie mir gerne eine digitale Nachricht schicken. Im besten Fall also ergänzt die digitale Strategie die Stärken des Museums als umbauter Raum so, dass dessen spezifische und besondere Eigenheiten herausgearbeitet werden. Die Herausforderung ist es, beide Welten miteinander in Einklang zu bringen und ein digitales Element zu erzeugen, das Besucherinnen und Museen in Dialog treten lässt. Museen sind unsere Gedächtnisse. Gedächtnisse, die Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft verknüpfen und diese Verknüpfung dauerhaft sichern. Deshalb müssen sie sich immer wieder erneuern und frisch sein. Unsere Aufgabe ist es, Museen dabei zu helfen, den Wandel mitzugestalten, dem sie sich notwendig stellen müssen. Und diese Aufgabe nehmen wir auch wahr. Aber wir dürfen nicht vergessen, um was es schlussendlich immer gehen muss. Das einzelne Kunstwerk, das einzelne Exponat und den oder die, die es betrachten sollen. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Kollegin Schmidt. Gerade noch rechtzeitig hat sich zu einer Kurzintervention der Kollege Dr. Stefan Naas gemeldet. Und jetzt hat er das Wort. 2 Minuten, Herr Kollege. Digital wäre es auch gegangen, liebe Frau Kollegin Schmidt. Das eine oder andere muss man dazu, glaube ich, noch einmal sagen, weil ich dachte, wir liegen nah beieinander, aber nach Ihrem Vortrag bin ich mir da nicht mehr so sicher. Weil
Es geht nicht darum, dass wir den Museen die Besucher wegnehmen. Es geht auch nicht darum, dass es irgendwie durch Digitalisierung irgendjemand was genommen werden soll. Der Museumsbesuch ist einmalig. Es geht aber darum, dass durch die Digitalisierung neue Informationen entstehen und eben Objekte sichtbar werden, die vorher für die Allgemeinheit nicht sichtbar waren. Und Sie wissen, wie das mit der Digitalisierung ist. Das Bild alleine reicht nicht, sondern es geht um die Auffindbarkeit des Bildes. Es geht um die Verknüpfung zwischen Bild und Information. Und das muss Standards unterliegen. Denn es nützt nichts, es ist wie bei einer Bibliothek, wenn Sie ein Buch suchen, deutschlandweit, durch Verbundkataloge, dann wollen Sie auch nicht bei jeder einzelnen Stadtbibliothek nachgucken, ob es dieses Buch dort gibt, sondern Sie wollen einmal digital eingeben in eine Suchmaske ein bestimmtes Stichwort und dann müssen die Objekte sichtbar werden. Und das muss nach Mindeststandards erfolgen, genauso wie nicht jedes Museum eine eigene Digitalisierungssoftware sich anschaffen kann, sondern auch das muss erleichtert werden, muss möglich gemacht werden. Und es ist eben nicht die Frage, ob ein Museum schon alle Scherben digitalisiert hat oder vielleicht nur 20, 30, 40 oder 50% seiner Bestände, sondern es geht darum, dass es sich auf den Weg macht, dass es eine Konzeption gibt, die mit dem Hessischen Museumsverband, den wir haben und den wir auch nicht ausschließen wollen, eben möglich gemacht wird. Und nichts anderes habe ich hier gesagt. Und ich bitte Sie, gucken wir, dass wir da gemeinsam zusammenkommen, weil wir wirklich sehr nah beieinander liegen. Vielen Dank. Vielen Dank. Das war eine Punktlandung. Frau Kollegin Schmidt, Sie haben das Recht zu antworten, wenn Sie möchten. Okay, vielen Dank. Das ist auch Ihr gutes Recht, nicht zu antworten. Dann darf ich als Nächstes von der AfD Herrn Kollegen Dr. Grobe aufrufen und ihm das Wort erteilen. 10 Minuten. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete! Seit dem Jahr 2011 geistert der Begriff Digitalisierung durch Deutschland, der nichts anderes bedeutet, als dass analoge Objekte in digitale Formate umgewandelt werden. Doch anders als in den anderen EU-Staaten zerreden unsere in die Jahre gekommenen Parteien das Thema lieber, anstatt sich des Megathemas aktiv anzunehmen. Dankeschön. Dass damit der Fortschritt blockiert wird, bedarf keiner weiteren Worte. Nicht von ungefähr liegt Deutschland in der EU-Rangliste für den Bereich digitale öffentliche Dienste abgeschlagen auf Platz 21. Noch desaströser sieht es beim Einsatz digitaler Technologien zum Kontakt zwischen Behörden und Öffentlichkeit aus. Hier rangiert Deutschland auf Rang 26 von 28. Es ist daher nicht davon auszugehen, dass es in staatlichen Archiven, Bibliotheken und Museen anders aussieht. Ein Armutszeugnis für die regenbogenaffinen schwarz-rot-gelb-dunkelrot-grünen Regierungen im Bund und in den Ländern. Gleichzeitig ist es aber auch ein Spiegelbild der Unfähigkeit der politischen Klasse, Deutschland technologisch fit für die Zukunft zu machen. Vielmehr besteht kaum noch Vertrauen in einen handlungsfähigen Staat, meine Damen und Herren. Nicht von ungefähr hält sich das Sprichwort, über Südeuropa lacht die Sonne und über Deutschland lacht die Welt. Selbst die Antragstellerin dieser Drucksache, die sich selbst als die Digitalpartei versteht, zeigte vor wenigen Tagen beim Hessentag in Bad Hersfeld, dass sie selbst nicht weiß, was digital bedeutet. Denn mit einem analogen Tischkicker lassen sich die künftigen und überaus digital affinen Leistungsträger von morgen nicht begeistern. Doch kommen wir zurück zum ursprünglichen Antrag der FDP, den wir als AfD unterstützen, da einzelne Punkte mit unseren Positionen durchaus kompatibel sind. Denn die Digitalisierung bietet einen nicht zu unterschätzenden Beitrag zum umfassenden Schutz des deutschen Kulturguts, meine Damen und Herren. Ein Kulturgut, welches gemäß des britischen Kultur- und Kunsthistorikers Peter Watson
Frau Wissler, Sie lernen was dazu, hören Sie zu, in seinem Werk der deutsche Genius nicht hoch genug eingeschätzt werden kann. Denn, ich zitiere ihn, die Deutschen haben die moderne Welt erfunden und den modernen Menschen erdacht. Zitat Ende. Und hier kann die Digitalisierung durch eine einfachere Präsentationsmöglichkeit, Vergleichbarkeit sowie Zugänglichkeit für Wissenschaftler und die hieran interessierte Öffentlichkeit einen Resonanzraum eröffnen. Uns liegt daher viel daran, dass es zu einer vollständigen Digitalisierung des Bestandes aller deutschen Museen die simultane Anlegung nach einheitlichen Kriterien aufgebauter Datenbanken sowie die praktisch uneingeschränkte zur Verfügung stellen ihrer Objekte für ihre jeden nachweisbar fachlich interessierten Bürger kommt. Denn die digital unterstützten Präsentationen thematisch ausgewählter Teilbestände der genannten Datenbanken eröffnen unter anderem die einzigartige Möglichkeit, die auf viele Museen verteilten Zeugnisse deutschen Kulturschaffens der vergangenen Jahrhunderte unter spezifischen Fragestellungen den Bürger an jeweils einem Ort darzubieten. Natürlich nicht nur, aber auch. Damit können wir auch jene Bürger über digitale Kanäle erreichen, die nicht zu den typischen Besuchern unserer Museen gehören. Die durch Erzeugung geeigneter medialer Effekte bewirkte Anziehungskraft solcher Veranstaltungen kann hierbei bei einem entsprechend medial erfahrenen Publikum kaum überschätzt werden. Sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete, die Digitalisierung der musealen Bestände kann also unter diesem Aspekt betrachtet einen Beitrag zur Etablierung einer deutschen Leitkultur und in deren Wirkung zur Stärkung der deutschen Identität leisten. Und das müsste auch Ihnen von Ihrem Interesse sein, oder irre ich mich? Ja, ich schon. Daher ist die Digitalisierung der musealen Bestände weder als Selbstzweck noch primär als Erleichterung des Zugangs zu den Kulturprodukten für die überschaubare Schar aus Kulturwissenschaftlern zu betrachten, sondern ein wesentlicher Beitrag zur Sicherung der Fortexistenz unseres Volkes als kultureller Einheit. Die umfassende Digitalisierung des deutschen Kulturguts ist ein notwendiger Beitrag zum Erhalt unserer Kulturnation. Da besteht auch in diesem Hohen Haus sicher kein Zweifel. Damit dies gelingt, sollte bei der diesbezüglichen Neuregelung für Hessen stets darauf geachtet werden, eine an die anderen deutschen Bundesländer anschlussfähige digitale Infrastruktur bereitzustellen. Die bestehende und erhaltenswerte Kulturhoheit der deutschen Bundesländer wird dadurch nicht tangiert. Etwaige hierbei zunächst vom Land zu übernehmenden höheren Kosten sollten angesichts der damit erzielbaren Investitionen in unsere Zukunft als Kulturnation betrachtet werden. Und noch eins zu guter Letzt. Die seitens des Hessischen Ministeriums für Wissenschaft und Kunst bereitgestellten 3 Millionen € für die Digitalisierung der Kultur sind nur ein Tropfen auf dem heißen Stein. Damit die Digitalisierung in den Museen gelingen kann, bedarf es eines signifikant aufgestockten Betrages. Oder, liebe Damen und Herren, liegt es daran, dass der geringe Betrag eigentlich nur als Ausdruck des Weiterzerredens der Digitalisierung zu verstehen ist? Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Dr. Grobe. Aus den Fraktionen liegt mir jetzt nur noch die Wortmeldung von Kollegen Grumbach, der SPD, vor, den ich natürlich gerne jetzt auch aufrufe und ihm 10 Minuten Redezeit übergebe. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, ehrlich gesagt, als ich Anträge gelesen habe, habe ich nicht genau gewusst, wofür ich 10 Minuten Redezeit brauche, weil da steht drin, alles, worüber wir uns einig sind, ich kann zu dem einen Antrag sagen, dem stimme ich zu, ich kann zum anderen Antrag sagen, dem stimme ich zu, weil es ist genau das, was die Museen in Hessen seit Jahren machen, und wir können uns darüber unterhalten, ob sie dafür mehr Geld kriegen oder nicht. Also ich sehe die Sinnhaftigkeit dieser Teilsdebatte nicht sehr, und die Beiträge haben ja gezeigt, es hat ja kein Mensch über den Antrag geredet, außer Herrn Naas. Der erste ist der eine Teil, und ich finde schon, dass wir dann auch relativ leicht zu gemeinsamen Beschlüssen kommen würden. Der zweite Punkt ist, Herr Dr. Grobe, relativ schlicht.
Die Variante mit Digitalisierung deutscher Leitkultur hat eine Nebenidee, die Sie nicht ausgesprochen haben. Das bedeutet nämlich deutsche Zensur, weil Sie werden sozusagen die Zurichtung von einer international aufgestellten Museumskultur in vielen Stücken nur dann hinkriegen, wenn Sie darüber sozusagen Regeln aufstellen, die bestimmte Stücke ein- oder ausschließen. Und mit Verlaub, die Welt ist ein bisschen größer als Ihr Kopf und an der Stelle ist die Kultur auch ein bisschen größer. Der dritte Punkt ist, ich glaube, dass wir mal ein Stück dann mal über ein paar grundsätzliche Fragen die Gelegenheit nutzen können zu sprechen. Die erste grundsätzliche Frage ist, wem gehört was? Und ich bin ein Anhänger der Creative Commons. Das heißt, der in England geborenen Idee, dass alles, was von öffentlichem Geld bezahlt worden ist, jedem zugänglich sein sollte. Insofern ist die Grundidee der Digitalisierung natürlich eine, die auf Unterstützung gefällt, weil jeder weiß, dass Depots von Museen viele Dinge enthalten, die man gerne sehen oder sonst was würde. Aber ich würde an der Stelle dann auch sagen, wir müssen gucken, dass wir nicht in eine Welt geraten, wo die Menschen das Bezeichnende und das Bezeichnete verwechseln. Weil das digitale Abbild ist nämlich nicht identisch mit dem Stück. Und wenn Sie mal die ganze iPod-Generation Musik hören und die glauben, die hören da Beethoven oder Wagner und hinterher feststellen, wenn sie in ein Konzert geraten, dass das irgendwie anders klingt, dann glaube ich, könnte man auf die Idee kommen, dass es manchmal hilft, die Verbindung zwischen beiden Elementen deutlich zu verstärken, damit jemand, der sich mit etwas beschäftigt, auch auf die Idee kommen könnte, dass das viel breiter ist als das, was ihm als technischer Ausschnitt geboten wird. Und auch das ist ein Punkt, von dem ich glaube, dass man noch eine ganze Menge drüber nachdenken muss und dass natürlich solche Instrumente einem dabei helfen. Der dritte Punkt ist in der Tat der Anreiz zum Besuch. Sie wissen ja, Hilmar Hoffmann, der leider Verstorbene, hat mit seiner Kultur für alle sehr lange darüber nachgedacht, wie erreichen wir es eigentlich, dass diese Schätze, die wir haben und die auch schön sind, vielen Menschen zugänglich werden. Und der hat vieles erreicht, aber wir haben zur Kenntnis nehmen müssen, dass die Zahl der Besucher in Theatern und Museen gestiegen ist, aber der Anteil der Besucher an der Gesellschaft nicht gestiegen ist. Das heißt, die gleichen Leute kommen häufiger. Also das hat eine kleine Unschärfe, aber im Kern ist es so, die gleichen Leute gehen häufiger in Kultureinrichtungen und die Leute, die früher draußen waren, sind immer noch nicht dran. Auch dort ist der Punkt, wenn man über die Frage digitale Angebote, wichtige Kulturgüter und da meine ich jetzt nicht nur Museumsstücke, da meine ich auch Musik, da meine ich auch Texte an die Menschen heranbringt, dass man dann möglicherweise einen neuen Zugang öffnet. Aber der Zugang muss dann auch so gestaltet sein, dass man vielleicht noch auf die Idee kommt, sich die Originale anzuhören, anzuschauen, anzufühlen, anzuriechen. Wer mal in der Bibliothek war, weiß, dass es ein kleiner Unterschied ist, ob man sozusagen vor dem Bildschirm sitzt oder in der Bibliothek liegt. Und der kleine Unterschied ist manchmal, hat manchmal was mit Leben zu tun und mit eben nicht Technik. Der vierte Punkt ist in der Tat die Art der Betrachtung. Da gibt es ein paar Möglichkeiten, die ja auch Museen nutzen, zur Erklärung. Ein Bild von Rembrandt, wer es mal analytisch angesehen hat in einem Band über Rembrandt, wird feststellen, dass es dort darunter vielleicht 3, 4 Entwürfe gibt, dass die Bilder mal ganz anders aussahen, dass dort Figuren sehr bewusst verändert worden sind. Und das hat Gründe. Und die Gründe muss man erklären. Das heißt, der Aufwand, also die Variante, wir stellen das mal ins Netz und machen vielleicht die Röntgenschicht dazu, wird ja nicht reichen, sondern dort wird eine ganze Menge zu erklären sein und nur mal die Ikonografie von einem Bild, also wer steht vorn, wer steht hinten, wer steht dicht am Kreuz, wer steht weit weg vom Kreuz, um klassische Altarbilder zu nehmen, ist ein Punkt, der erschließt sich nicht von alleine. Das heißt, Sie werden auch dort im Zuge dessen, was wir machen, ein pädagogisches oder ein Bildungskonzept brauchen, in dem Menschen, die das nie gelernt haben, eine Idee dafür kriegen, was es ist. Die Menschen, für die Bilder gemacht worden sind, zum Beispiel die Kirchenbilder, die wussten zu dem Zeitpunkt, was es heißt, wenn jemand bestimmte Kleider getragen hat, wenn jemand zu einer Herrschaftsperson in einer bestimmten Reihenfolge gestanden ist. Ich glaube, der FDP-Antrag ist ein bisschen so etwas wie die Fortsetzung eines netten Werbeplakats aus dem Wahlkampf. Digitalisierung first, Bedenken second.
immerhin ein Beitrag, der dazu geführt hat, dass im Kreis der Softwareentwickler die Zahl der FDP-Wähler deutlich abgenommen hat, weil die von dem Teil mehr verstehen. Und da komme ich zu dem Punkt in der Tat, wo man noch einmal über Technik reden muss. Wir haben jetzt in einem großen Museum in einer großen Stadt in Hessen die Variante gehabt, dass die klug genug waren, ihr digitales Programm mal checken zu lassen von jemand, der von außen versucht hat, sich in die Systeme reinzuarbeiten. Und als er dann in der Personalabteilung angelangt ist, weil sie nämlich vergessen hatten, den Teil, der von außen zugänglich ist, von ihren internen Teilen abzuschotten, sind sie auf die Idee gekommen, dass es vielleicht nicht nur genügt, ein Konzept für außen zu machen, sondern dass man in der heutigen Zeit auch braucht eine zweite Variante, wo man sehr genau darüber nachdenkt, was können andere machen, die mit dem Museum nicht umgehen, weil sie Spaß haben wollen, sondern deren Spaß darin besteht, möglichst viele Informationen aus diesem Museum rauszukriegen, die mit Kunst und Kultur gar nichts zu tun haben. Der letzte Punkt ist einer, von dem ich glaube, dass man noch mal höllisch aufpassen muss, so zu glauben, als sei das die Archivierung für immer. Ich bin ja nur ein bisschen spezialisiert auf Film. Und ich sage, und wir diskutieren das mit einer Reihe von Menschen wie Claudia Dillmann und anderen seit langem, wir brauchen neben der Digitalisierung von Filmen ein Kopierwerk in Europa, das die Filme nochmal kopiert. Weil was wir an Verlust an Informationen über Filmwerke, und zwar in diesem Falle Fernsehwerke, haben, weil wir Technikbrüche haben, also sprich, alle 10 Jahre ist das Wiedergabe- und Aufnahmegerät ein völlig anderes, weil wir Datenverluste, eine CD hält nicht länger als 10 Jahre. Das ist ein Traum, ein sozusagen Traum der Menschheit. Ein Server übrigens hält nur 4 Jahre ungefähr. Dann müssen Sie alles überspielt haben in der Zeit einmal, wenn Sie nicht riskieren wollen, dass das Zeug auf ewig weg ist. Das heißt, die Frage, wie wir mit Gegenständen umgehen, ist nicht dadurch gelöst, dass wir ein digitales Abbild erstellen, sondern wenn wir unser kulturelles Erbe erhalten wollen, werden wir leider auf 2 Wegen arbeiten müssen, zumal, wie gesagt, das Bild nicht mit dem Gegenstand identisch ist. Und ich finde schon, der Antrag war ein netter Anlass, über Museen, über Zugänglichkeit, auch über die Tatsache, dass wir alles, was wir öffentlich bezahlen, allen Menschen zur Verfügung stellen, zu reden. Aber im Text kann man dem zustimmen, dann ist gut. Danke.